Moin meine lieben Freunde, was geht und herzlich willkommen zu einem weiteren Weekly Release Update auf diesem Kanal. So langsam merkt man doch, dass wir uns Richtung Hauptsaison 2023 bewegen. Auch wenn es nur schleppend vorangeht, kriegen wir jetzt langsam hier die ersten Releases rein. Bevor wir aber diese Woche mit den anstehenden Releases starten, möchte ich gerne einen Schuh ansprechen, der heute Morgen am Mittwochmorgen gedroppt ist. Und ich weiß nicht, ob Leute von euch den auf dem Schirm hatten. Denn mit dem Air Jordan 1 mit Black Gym Red, finde ich, hat man hier auf jeden Fall einen sehr interessanten Air Jordan 1 mit. Er ist relativ simpel, die Materialien sind jetzt hier auch nichts Besonderes und ich glaube auch, dass die Nachfrage sich hier stark in Grenzen gehalten hat. Aber was mir hier aufgefallen ist zu diesem Schuh ist tatsächlich, dass er hier eine gewisse Ähnlichkeit zu dem Air Jordan 1 High Not for Resale aufweist. Ihr seht das Bild hier neben mir nochmal, ich habe es euch extra mal eingeblendet. Ich finde, diese Ähnlichkeit ist doch sehr, sehr stark zu erkennen. Weswegen es natürlich hier trotzdem vielleicht für die einen oder anderen unter euch eine Option sein könnte, wenn hier der Air Jordan 1 High Not for Resale zu den Grails gehört, beziehungsweise hier weit über dem Preis liegt, was man bereit ist für einen Schuh zu bezahlen, könnte man hier auf jeden Fall mit dieser Version ein echtes Schnäppchen machen. Klar, es ist ja nicht das Gleiche, ich finde aber aufgrund dieser hohen Ähnlichkeiten kann man den Schuh auf jeden Fall mitnehmen. Und solltet ihr hier bei dem Drop kein Glück gehabt haben, der Schuh ist ausverkauft und ihr möchtet ihn euch jetzt hier tatsächlich doch noch holen, dann glaube ich, dass ihr hier im Resale nicht allzu viel zahlen müsst. Aber ich wollte ihn auf jeden Fall unbedingt mal vorstellen, denn es ist trotzdem hier eben aufgrund dieser Ähnlichkeit in meinen Augen was Besonderes. Damit würde ich aber sagen, switchen wir jetzt auch schon in den Bereich der anstehenden Releases und das sind diese Woche zwei. Und anfangt du das Ganze am 13.01. mit dem Air Max 97 Golden Bullet. Insgesamt sieht man hier ja schon und auch vom Namen her, woher die Ähnlichkeit kommt, beziehungsweise warum einem das Ganze bekannt vorkommt. Denn wir kennen ja schon den Air Max 97 Silver Bullet, einer der ikonischsten Air Max 97, die es gibt. Natürlich gibt es hier jetzt auch noch eben die goldene Version davon. Der Schuh wird am 13.01. als Women's Exclusive Size Run droppen und ich muss sagen, an sich gefällt mir auch der Schuh hier sehr, sehr gut. Aufgrund der Tatsache, dass es hier eben ein Women's Exclusive ist, wird es leider nur die maximale Größe 44,5 geben. Das heißt, für all diejenigen, die hier größere Füße haben, ihr kommt leider zu kurz, beziehungsweise hier nicht ganz. Denn wir haben hier nochmal einen ähnlichen Colorway, den ich jetzt hier gesondert nicht ansprechen möchte, der auch eben Gold ist, aber so ein paar kleine Veränderungen hat und hier eben nicht unter dem Thema Bullet läuft. Dementsprechend sind hier kleine Unterschiede. Der Schuh wird hier aber im Full-Size-Run droppen, heißt, solltet ihr hier vielleicht trotzdem den Air Max 97 gerne mitnehmen wollen und ihr müsst jetzt hier leider eben aufgrund der maximalen Größe 44,5 eine Alternative suchen, ist das hier auf jeden Fall eine gute Option. Der Air Max 97 Golden Bullet ist hier in meinen Augen auf jeden Fall ein Schuh, bei dem man vor allem eben in den größeren Sizes nicht zögern sollte. Heißt, habt ihr hier Interesse, solltet ihr auf jeden Fall euer Glück versuchen. Ich glaube jetzt zwar nicht, dass der Schuh hier sonderlich viel im Resale gehen wird, beziehungsweise ob er sich überhaupt ausverkauft, sei jetzt auch mal dahingestellt. Aber da eben die größeren Sizes hier in den meisten Fällen immer relativ zügig weg sind, weil sie einfach so limitiert sind, solltet ihr hier auf jeden Fall schnell zuschlagen. Solltet ihr hier kein Glück haben, dann glaube ich, ist der Resell von diesem Schuh hier, wie wir es auch schon bei dem Silver Bullet gesehen haben, keine große Gefahr. Ich gehe mal stark davon aus, dass wir uns hier rund um den Retail bewegen werden, wenn er sich, wie gesagt, überhaupt ausverkauft. Wenn dann die größeren Sizes hier ein bisschen mehr, aber ich gehe hier mal stark davon aus, dass es nicht der Fall ist. Denn wir haben es ja schon bei dem MX 97 Silver Bullet gesehen. Hier war zwar eine extrem große Nachfrage da, viele haben ihn sich geholt, aber der Stock war doch so groß, dass es hier für alle gereicht hat. Der nächste Schuh, den wir diese Woche heute besprechen, das ist der Air Jordan 1 High True Blue. In meinen Augen ist der Schuh auf jeden Fall auch sehr, sehr interessant, weil er eben hier mal ein bisschen was anderes ist. Denn wir haben hier so gesehen das umgekehrte Color Blocking. Das heißt, die Hauptfarbe ist nicht hinten an der Ferse, sondern das, was bei den Black Toes hier in schwarz gehalten ist, ist hier tatsächlich in dem True Blue Colorway und hinten die Ferse ist in einem matten Grau gehalten. In meinen Augen ist der Schuh auf jeden Fall interessant. Vor allem habe ich jetzt ein paar Bilder gesehen. Mit weißen Laces kommt der Schuh doch extrem gut. Man muss hier dazu sagen, dass der Schuh auf jeden Fall nicht ganz so leicht zu stylen ist, weil man hier einfach ein bisschen aufpassen muss zu Jeans mit dem Farbton. Da darf sich das Ganze natürlich nicht beißen. Ich glaube aber trotzdem, dass man hier einen echt nicen Schuh sich ergattern kann am 14., weil ich hier zum einen eben nicht davon ausgehe, dass sich die Schuhe ausverkaufen werden und zum anderen, weil man hier eben, wenn man ein bisschen aufpasst mit den Farben, auf jeden Fall einen Schuh dann in seiner Sammlung hat, bei dem man hier nicht viel falsch machen kann, beziehungsweise der sich eigentlich relativ gut in simple Outfits integrieren lässt. Auch vom Resell hier ähnliche Geschichte wie bei dem Golden Bullet. Ich glaube hier nicht, dass der Schuh sich ausverkauft.
Und falls es eben doch der Fall sein sollte, dann ist es hier auf jeden Fall, glaube ich, kein Schuh, der besonders viel im Resale gehen wird. Klar, es ist hier ein bisschen mal was anderes. Dementsprechend kann es natürlich sein, dass hier eine etwas höhere Nachfrage da ist. Ich gehe jetzt hier aber davon nicht aus. Heißt, ihr solltet eigentlich zumindest von meinem Bauchgefühl her hier ein relativ leichtes Spiel haben. Aber ihr kennt es ja schon. Man sollte hier trotzdem nicht unnötig zögern, weil am Ende des Tages wäre es dann trotzdem schade, wenn man Resale bezahlen muss. Sollte sich der Schuh hier ausverkaufen, beziehungsweise ihr solltet hier kein Glück beim Drop haben, dann gehe ich stark davon aus, dass der Resale auf längere Sicht hier auf jeden Fall rund um den Retail landen wird. Das bedeutet, ihr müsst dann nicht allzu viel Geld oben drauflegen, heißt, es bleibt ja auf jeden Fall im bezahlbaren Bereich. Damit sind wir jetzt auch schon im Bereich der Leaks und News angelangt und auch der hat es hier heute ordentlich in sich und dementsprechend würde ich sagen, starten wir direkt gleich rein. Und die erste Info finde ich doch auch relativ interessant, weil diese Kollaboration immer sehr, sehr gehypt ist und es geht hier um die Nike SB Dunk Low Collab mit Supreme. Angeblich soll hier diese Zusammenarbeit jetzt inzwischen bestätigt sein. Wir haben noch keine offiziellen Bilder gesehen, aber es sind jetzt hier schon seit ein, zwei Wochen die Mockups im Umlauf, wie diese Schuhe tatsächlich ausschauen könnten und das seht ihr hier. Ich finde die Schuhe auf jeden Fall interessant und tatsächlich habe ich auch eben selber noch keine SB Dunk Low Supreme Collab in meiner Sammlung, deswegen fände ich es auf jeden Fall echt stark, wenn ich mir hier einen ergattern könnte. Insgesamt im Hinblick so auf die Vergangenheit, wie die anderen Schuhe und Colorways hier ausgesehen haben, war es eigentlich insgesamt immer sehr, sehr stark, was die beiden Marken hier zusammen abgeliefert haben und dementsprechend gehe ich hier stark davon aus, selbst wenn die Schuhe hier nicht aussehen sollten wie auf diesen Mockups, dann könnte es auf jeden Fall trotzdem was echt Starkes sein, vor allem weil die Story bei mir mit den SB Dunks ist ein bisschen zäh, denn ich habe hier damals bei dem Drop bei Supreme mitgemacht. Und ich bin dann leider mehrfach bei dem Checkout rausgeflogen, weswegen ich es leider nicht geschafft habe, mir bei den anderen ein paar zu sichern. Dementsprechend auch hier auf jeden Fall eine interessante neue Info, denn es ist hier damit relativ sicher, zumindest in Anführungsstrichen, dass wir diese Schuhe bekommen werden. Und es ist eine weitere Chance für alle SB-Sammler und Liebhaber, sich hier einen weiteren derartigen Schuh in die Sammlung zu holen. Wann genau der Drop hier stattfinden soll, das weiß man leider noch nicht. Zum jetzigen Zeitpunkt müssen wir da leider noch die Füße stillhalten. Sollte sich da aber was Neues ergeben, werde ich euch natürlich up to date halten. Die nächste Information fand ich doch auch sehr, sehr interessant und genau das Thema ist auch hier in den letzten Tagen extrem im Kommen gewesen. Denn es handelt sich hier um die Tatsache, dass Nike hier jetzt eigene Yeezy Slides rausbringen soll. Ihr seht hier das Bild, wie das Ganze aussehen soll. Ich finde, die Ähnlichkeit ist doch schon sehr, sehr groß. Ich finde es aber auf jeden Fall interessant, natürlich zum einen, weil es hier eine gute Alternative sein könnte zu den Yeezy Slides, da ja Kanye West hier die alleinigen Rechte für die Slides hat und dementsprechend werden wir dann natürlich keine neuen mehr bekommen. Dazu kommt, dass der Retail mit $50 hier auch zusätzlich natürlich dann noch günstiger ist als damals bei den Yeezy Slides. Und zum anderen bin ich hier auf jeden Fall auch sehr, sehr gespannt darauf, wann diese Schuhe kommen. Und wie sie sich im Verhältnis zu den Yeezy Slides machen. In meinen Augen auf jeden Fall eine interessante Info. Es wäre die Möglichkeit, dass Nike hier das Potenzial, was Adidas durch die Lappen geht, aufgreifen kann. Müssen wir hier jetzt aber mal abwarten. Es soll nicht mehr allzu weit entfernt sein. Und dementsprechend müssen wir auch hier leider noch ein bisschen Geduld mitbringen. Damit würde ich sagen, switchen wir auch gleich zu Adidas, wenn ich es eh schon einmal angesprochen habe. Denn es gibt jetzt hier die ersten Informationen zu dem Adidas Campus in Kollaboration mit Bad Bunny. Und der Schuh kam ja so zumindest von den Leaks und News Richtung Ende letzten Jahres auf und wie ich schon vermutet hatte, geht es jetzt hier relativ schnell, denn der Schuh soll tatsächlich am 28. Januar schon droppen. Insgesamt vom Look her kennen wir das Ganze natürlich auch schon so ein bisschen von dem Forum Low Kollaboration. Dieselben Stilmittel werden hier nochmal aufgegriffen, aber genau das sind halt auch für mich die so ein bisschen die Zusammenarbeit mit Bad Bunny ausmachen und dementsprechend ist der Schuh auf jeden Fall interessant. Ich finde, er ist hier auf jeden Fall genauso schlicht gehalten wie schon der Sale-farbene Forum Low. Dementsprechend ist es auf jeden Fall ein Schuh, der wahrscheinlich eine etwas breitere Masse ansprechen wird und auch von dem Look hier, finde ich, ist das Ganze ein bisschen schlichter als bei den Forum Lows. Dementsprechend ist der Schuh hier wahrscheinlich sogar auch für mehrere Leute interessant. Müssen wir jetzt mal abwarten, ob der Schuh tatsächlich auch in der EU hier tatsächlich dann am 28. Januar wirklich über Confirmed droppen wird. Ich bin aber auf jeden Fall gespannt und muss sagen, der Schuh gefällt mir auch echt gut und ich glaube, dass hier eine extrem große Nachfrage mit dieser neuen Silhouette einhergehen könnte. Und somit kommen wir dann zu der nächsten Info, die in aller Munde war, so zumindest über die letzten Tage und Wochen. Und hier geht es um die neue Kollaboration zwischen Nike und Union auf dem AJKO. In meinen Augen auf jeden Fall ein interessanter Schuh. Ich muss hier ehrlich zugeben, dass zumindest bis jetzt hier die AJKOs noch nie so ganz in meinem Vibe unterwegs waren, beziehungsweise mir nicht so ganz gefallen haben. Ich weiß nicht so ganz, was mich bei der Mid-Top-High-Top-Version gestört hat.
Die Low-Top-Version sieht in meinen Augen auf jeden Fall deutlich besser aus. Man sieht hier klare Unterschiede zu dem Air Jordan 1 Low, was ja aber in meinen Augen gar nicht weiter schlimm ist, weil man hier einfach tatsächlich eben auch einen anderen Schuh so gesehen hat. Insgesamt hier die Union Collab, finde ich, sieht auch sehr, sehr gut gelungen aus. Wir haben jetzt hier keine besonders auffälligen Merkmale bei diesem Schuh, sondern es sind hier die ganzen kleinen Feinheiten. Natürlich ist hier das Union Tech wieder hinten an dem Schuh mit dran. Dazu kommt, dass wir hier so eine Art Canvas-Upper-Material auf der Low-Top-Version haben, komplett über den ganzen Schuh. Und was ich hier wirklich cool finde, was wieder so typisch Union ist, mit dem kleinen Gimmick, dass wir hier den Swoosh entfernen können. Ist der Swoosh weg, haben wir hier eben so eine Art durchsichtiges Material, wo darunter kleine Schriftzüge zu sehen sind. Aber man kann natürlich auch noch einen anderen Swoosh mit darauf machen und das ist hier ein blauer. Insgesamt hier einfach wieder typisch Union, ein extrem gelungenes Konzept in meinen Augen. Ob ich jetzt hier mein Glück versuchen werde, weiß ich tatsächlich noch nicht. Der Schuh soll jetzt hier am 27. releasen, wobei man noch keine bestätigte Information hat, ob es dann tatsächlich hier nur bei Union der Fall sein wird oder schon tatsächlich auch mit dem Sneakers Drop. Was man jetzt insgesamt zu der Kollaboration noch weiß, ist, dass es auch noch eine Lederversion geben soll. Hier gehe ich aber mal stark davon aus, wie man es eben auch in der Vergangenheit schon bei Union gesehen hat, dass hier diese Schuhe dann tatsächlich nur bei Union droppen werden, also dass der Lederschuh hier das Union Exclusive sein wird. Was aber für mich auch nicht weiter schlimm ist, denn ich finde es auf jeden Fall cool, dass hier mal wieder etwas anderes mitgebracht wird, das mit einer anderen Silhouette gearbeitet wurde und somit hier in dem Nike Sneaker Game einfach mal ein bisschen Abwechslung auftaucht. In meinen Augen auch hier eine interessante Info und ich bin gespannt, ob wir dann tatsächlich weltweit am 27. den Release sehen werden. Und wo wir gerade schon bei Union sind, würde ich sagen, kommen wir auch schon zu der wichtigsten Information der Woche. Und hier geht es darum, dass vor allem über die letzten Tage hier vermehrt das Gerücht aufgekommen ist, dass wir einen weiteren Air Jordan 1 High sehen sollen. In meinen Augen alleine diese Tatsache ist hier schon extrem krass, da die anderen beiden Colorways, die wir in der Vergangenheit schon gesehen haben, hier einen extremen Kultstatus hatten. Sie wurden anfangs mega gehatet, keiner wollte sie haben, sie haben alle gesagt, die Schuhe sind trash, die sind richtig hässlich. Naja, wenn man sich den Resell von beiden Colorways jetzt anschaut, glaube ich, hat sich die Meinung von vielen Leuten doch geändert. Klar, es ist ja auch noch der Air Jordan 1 Hype so ein bisschen mit ein Faktor gewesen, der damit reingespielt hat. Aber in meinen Augen ist alleine diese Tatsache schon wieder eine mega krasse Info, weil das natürlich bedeutet, dass man hier wahrscheinlich dann im Laufe diesen Jahres nochmal die Möglichkeit bekommt, eine der ikonischsten Kollaborationen zu kaufen. Wie genau die Schuhe aussehen werden, dazu weiß man zum jetzigen Zeitpunkt nichts, aber was ich hier an dem Punkt schon mal sagen kann ist, dass auf jeden Fall sich viele Seiten sehr, sehr einig waren, nämlich dass die Schuhe hier nicht oder in keinster Weise ähnlich zu den anderen beiden Colorways aus der Vergangenheit aussehen werden. In meinen Augen auf jeden Fall ziemlich krass, ziemlich stark, dass wir alleine wahrscheinlich, wie gesagt, diese Schuhe bekommen sollen. Ich bin auf jeden Fall ultra gehypt und ultra gespannt, was sie aus dem Air Jordan 1 High gemacht haben, wie dieser Schuh dann aussehen wird und was genau der Colorway dann mit sich bringt. In meinen Augen hier die Top-Info der Woche und dementsprechend hier auch, würde ich sagen, ein gelungener Abschluss des Videos. Schreibt mir doch gerne mal unten in die Kommentare, was ihr von dieser Information haltet und ob ihr hier euer Glück versuchen werdet. Und was ihr glaubt bzw. hofft, wie die Schuhe aussehen sollen. Damit sind wir dann aber auch leider schon wieder am Ende meines Videos angelangt. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Wenn es so ist, dann lasst doch gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar. Und wir sehen uns dann in einem meiner nächsten Videos wieder, Freunde. Bis dahin, haut rein.